vor längerer Zeit gesagt, diese Geschichte mit, das ist ja auch offiziell bestätigt, die Geschichte mit dem Starforce-Ritter in Hyrule Historia, was ich persönlich leider nicht besitze, aber im Internet nachgelesen habe. Also dieser Starforce-Ritter ist der Link aus Ocarina of Time. Was mit dem Link damals passiert ist, ist leider noch unbekannt. Ich muss mir unbedingt irgendwann mal Hyrule Historia zulegen. Das ist so ein ganz großes Buch und da stehen halt alle Gegner drin und alle so kleine Informationen über The Legend of Zelda, auch kleine Secrets, wie halt zum Beispiel die Informationen über den Stahlforce-Ritter. Irgendwann muss ich mir das unbedingt mal zulegen, aber irgendwie komme ich nie dazu. Ja, hier, das ist der Punkt, wo ich sagte, hier befindet sich eine Badass-Geisterseele. Und zwar, warum befindet sich da eine Badass-Geisterseele oder warum ist die Badass? Und zwar, erinnert ihr euch an das Hühnchenspiel, wisst ihr auch, da beim Hylia-See, da kannst du da auch von oben runterspringen und dann kannst du da unten zu den Kisten springen. Mit dem Huhn. Das krasseste ist aber hier diese Plattform, wo ich da draufstehe. Wie kommt ihr da hin? Es ist ziemlich schwer. Und zwar müsst ihr euch einen Huhn nehmen, dann runterspringen und genau nachdem ihr runtergesprungen seid, sofort eine 180-Grad-Drehung machen, so dass Link in die genau entgegengesetzte Richtung guckt und dann auf die Plattform zu fliegen. Also ihr müsst, wenn ihr losgesprungen seid mit dem Huhn, sofort eine 180-Grad-Drehung, also dass die Link direkt genau in die andere Richtung guckt und da ist halt eine Plattform. Und da befindet sich hier diese 100 Rubine auf dieser Plattform mit einer Wursthöhle. Aber da befindet sich halt auch ein Herzseil. Es ist ziemlich böse. Also es klappt auch nicht immer im ersten Versuch. Ihr müsst ein bisschen Glück haben, wie gesagt. Losbringen, sofort eine 180-Grad-Drehung machen und auf die Plattform drauf zu fliegen. Wenn ihr die 180-Grad-Drehung gemacht habt, ihr seht schon, welche Plattform das ist. So, hier ist es jetzt. Eigentlich habe ich da ein bisschen gechillt, weil ich bin nämlich tagsüber dahin geflogen und da habe ich die ganze Zeit auf die Nacht gewartet, habe da ein bisschen was an meinem Handy gespielt, aber eigentlich nicht darauf geachtet, habe hier ein bisschen mit meinem Controller rumgespielt, habe so ein bisschen auf YouTube ein bisschen Videos geguckt über meinem Handy, habe so mal drauf gewartet, ja, wann kommt denn die Geisterseele, und während ich so beim YouTube-Video gucken war, plötzlich das! Boom, Geisterseele. So völlig aus dem Nichts. Ich hab einfach nur dieses Schreien der Geisterseele gehört und die sofort auf Start gedrückt, automatisch. Weil ich total überrascht war, dass die Geisterseele hier war. Dass die plötzlich aufgetaucht ist. Die taucht halt nur nachts. So, einfach hier zerfetzen und ihr haltet die Geisterseele. Ihr seht es, wie gesagt, da. Nächster Spaß, nächstes Glück, nächste Geisterseele. Erinnert euch, wo wir das Masterschwert bekommen haben? Genau hier. Und hier befindet sich auch eine Geisterseele, die ihr euch einsammeln könnt. Nächste Wolfshöhle befindet sich hier. Habt ihr ja auf der Karte gesehen. Ich zeige es euch, glaube, wenn wir nochmal draußen sind. Was ist das für eine Kiste? Was ist das für eine? Ach ja, das ist auch da auf der Ebene von Hyrule. Östlich. Östlich. Ich weiß nicht, zeige ich euch das noch? Wenn nicht, könnt ihr zurückspulen, denn bevor ich in die Höhle reingehe, auf Pause drücken. Und da könnt ihr dann sehen, wo diese Höhle ist. Hier müsste sich eigentlich auch mal Rubine befinden. Da ist eine Truhe und ich habe die übersehen. Krass, ich sehe das jetzt erst im Video, dass da eine Truhe ist. Da sind sogar zwei Truhen, habe ich die ernsthaft nicht eingesammelt? Ja, genau, hier findet ihr Link als Wolf, den Stempel. Da sind zwei Truhen, die habe ich übersehen. So ganz klein. Da sind wahrscheinlich nur 10 Rubine drin. Habe ich die jetzt ernsthaft vergessen? Ja, Tatsache, wie krass. Das sehe ich jetzt erst im... Gut, dass ich nachkommentiere. Ich habe nämlich zwei Truhen verpasst. Super gemacht, Flui. Ganz toll.
Es sind zwar nur kleine Mini-Truhen, wo jetzt nichts Spektakuläres drin ist. Ja, toll, wieso habe ich das jetzt nicht gezeigt, wo das war? Hier befindet sich jedenfalls auch eine Höhle. Oh, wo war die? Wo war diese Höhle? Warum habe ich Ihnen das nicht gezeigt, wo es war? Lass mich mal überlegen. Warum habe ich das nicht gezeigt? Doch, ich weiß, wo diese Höhle war. Und zwar... südlich, doch, es müsste südlich gewesen sein. Südlich von Hyrule. Wie kann ich das euch erklären? Ihr kennt... da, wo ihr südlich auf Hyrule seid. Da gibt's auch dann diesen Weg, wo ihr dann... also, diesen linken Weg, der euch dann in Richtung Hyliasee führt. Zu dieser Hyliabrücke da. Wisst ihr schon, was ich meine. Und solltet ihr darauf hinzufahren, also oder fahren, reiten, entweder mit eurem Wolf oder mit halt Epona, dann befindet sich da auch so ein Kreis, auch wieder aus das müsste nicht cool sein. Oder ist es... jedenfalls, da befindet sich halt diese Höhle hier. Das ist auch wieder so ein Kreis. Dann auch noch mal eine andere Höhle? Oder ist das die 100 Rubinen Höhle? Wenn da jetzt ein Stempel ist? Zeig mal, was ist denn da drin? Doch, das müsste die Höhle sein. Das ist die... genau, das ist die Höhle. Ich dachte, das wäre eine andere Höhle, nämlich auch wieder südlich von Hyrule Stadt. Ihr wisst doch, wenn ihr von in Hyrule Stadt seid und geht da südlich raus, da befindet sich auch noch so eine Ebene. Und dann ist da dieser große Pfosten, dieser große Balken. Wenn ihr da nämlich hochklettert, dann befinden sich da auch 100 Rubine. Also da könnt ihr hochklettern, sind da oben noch die ganzen Raben und unten sind die ganzen Piranha-Pflanzen. Dann könnt ihr euch doch hochschießen, auch mit dem Enterhaken. Ihr könnt zwar auch über das Efeu da hochklettern, aber wenn ihr ganz oben seid, ist da auch wieder so ein komischer Kreis aus Stein und da könnt ihr euch auch als Linkwolf reinbuddeln. Ist das wirklich nicht jetzt halt? Ach nee, das ist hier auf der Ebene von Hyrule. Okay, dann war das was anderes. Ja, das ist hier bei der Ebene von Hyrule. Maronmorg, nächstes Sidequest. Ich weiß, ich bin ziemlich verwirrt. Aber das, was ich euch gerade erklärt habe, das ist trotzdem da. Also, das ist trotzdem da. Also, das mit den 100 Rubinen und dieses andere mit dem Teil. Okay, dann habe ich die Truhe und die andere Truhe gerade ein bisschen verwechselt, aber trotzdem ist es schon korrekt. Hier habt ihr jetzt eine böse Sidequest und zwar. Also, ich habe die persönlich in meinem ersten Try. Damals ziemlich schwer empfunden, aber mittlerweile habe ich im Internet eine ziemlich coole Lösung gefunden, wie man diese Quest schaffen kann. Und zwar, eure Aufgabe in dieser Quest besteht darin, hier nach Kakariko zu fahren und mit dem Typen zu sprechen. Der Typ verkauft nämlich Quellwasser und zwar aus seiner Stadt Gurunia. Unsere Aufgabe ist es, dieses Wasser von Kakariko nach Hyrule Stadt zu transportieren. Das heißt, ihr müsst von da, wo wir gerade kamen, bis da, ihr seht ja da hinten, bis zu der Höhle dieses Wasser transportieren. Dann könnt ihr auch eine bestimmte Sidequest, eine bestimmte andere Quest dann lösen. Klingt im ersten Moment sehr einfach. Eigentlich. Das Problem ist nur, dass diese Ebene relativ badass ist. Es tauchen sehr, sehr viele böse Gegner auf. Und ich habe immer damals das Problem gehabt, ich bin immer wieder von irgendwelchen Gegnern getroffen worden. Aber das Positive hier, ihr könnt nämlich hier mit Pfeil und Bogen arbeiten. Und ich würde euch empfehlen, hier wirklich am Rand wirklich schön zu laufen und dann immer so weitläufig zu gucken, okay, wo tauchen jetzt die Gegner auf. Aber ich glaube, diese Quest ist auch vereinfacht worden in HD.
also im Remake. Denn es sind damals auch noch diese komischen Viecher, die in die wir in, sag doch, in der Gerudo, genau, in der Gerudo-Wüste getroffen haben. Diese komischen Pflanzengegner, diese drei Pflanzengegner, die dann aus dem Boden auftauchen und sich um die eigene Achse drehen und dich dann angreifen. Das ist ziemlich böse. Die tauchen nämlich da, also die sind nämlich damals auch aufgetaucht. Deswegen hatte ich die Quest auch so schwer in Erinnerung. Hier, das Einzige, was ihr machen müsst, ist den Typen dann mit dem Wasser zu beschmeißen. Und dann sagt er, ja, hey, cool, ich fühle mich total gut. Und dann holt er sein Wasser alleine. Und unsere Belohnung ist dann ein Herz. Ihr seht, also fährt los oder rollt los, whatever. Und holt jetzt Quellwasser. Er holt jetzt Quellwasser und das verkauft er jetzt in der Stadt. Also er holt jetzt Quellwasser und mit diesem Quellwasser, das kann man jetzt in der Stadt kaufen. Kommt er wieder zurück. Und hinterlässt für uns ein Herzteil. Sieht zwar aus wie ein Container, aber ist nur ein Herzteil. Ach ja, ach so, jetzt zeige ich euch das. Okay, ich dachte, ich habe euch das schon gezeigt. Also, hier sind übrigens nur Hundrubinen drin. Das ist das, was ich euch gerade erzählt habe mit dem Efeu. Und Südel von Hyrule. Oh Mann, das, aber trotzdem, die andere Truhe, was ich euch erzählt habe, da auch südlich von Hyrule, wenn es da zum Liersee geht, diesen Kreis, das ist auch wirklich eine Truhe. Also da befindet sich halt auch ein Schlepper. Finde ich auch sehr witzig, dass dir die Rubine im Wasser einfach fliegen. Sieht ziemlich witzig aus, dass der Rubin einfach über dem Wasser so schwebt. Das sieht so cool aus. Und hier müssten, wie gesagt, nur Hohn und Rubine drin sein. Siehst du? Wenn ihr euch fragt, hä, der hatte doch immer die ganze Zeit Rubine, dann sind es plötzlich weniger. Das sind halt die Rubine, die ich abgegeben habe zum Spenden. Ich zeige euch, zu welchen Typen ihr das spenden müsst. Hatte ich euch bei den Sidequest-Parts in der allerersten Folge gesagt. Genau, hier ist jetzt der Typ, der verkauft jetzt hier Quellwasser. Ihr müsst euch auch eine Flasche mal mitnehmen, um eine andere Quest zu erledigen. Das Wasser kühlt halt sehr schnell ab. Deswegen könnt ihr es auch nicht zum Beispiel in die Drillhöhle mitnehmen und sagen, boah, wenn ich das trinke, dann sind mein Herz wieder aufgefüllt. Ist ja total leicht. Ein Teil, was 20 Herz, was alle Herzen auffüllt und in nur 20 Rubine kostet. Der Schein trügt dadurch, dass das Quellwasser halt nach kürzester Zeit wieder aufhört. So, der Typ wollte nämlich Quellwasser, damit er hier diesen Quatsch da zerstören kann. Und wenn ihr jetzt Quellwasser gekauft habt, dann könnt ihr eine Flasche mit Quellwasser ihm geben und er wird dann den Weg freispringen. Ihr bekommt kein Herzteil oder einen Stempel oder so. Das Einzige, was er macht, ist halt einfach das Aufspringen. Er sagt, ja, komm später vorbei. Später heißt, es dauert ein Tag. Also die Nacht muss vorbeigehen. Und wenn es dann die nächste Nacht ist, dann ist das da unten aufgespringen und ihr könnt da durch und habt da so eine kleine Abkürzung. Nächster Stempel ist eigentlich relativ einfach, nämlich diese Truhe, die haben wir ja schon so oft gesehen und wir haben uns immer gefragt, wie wir da hinkommen. Ich habe es tatsächlich immer vergessen, man muss eigentlich da mit dem Enterhaken hoch, dann da loslassen und dann hier mit dem Gleiter durch die Gegend fliegen und dann kommt man an diese Truhe. Es ist aber nicht die einzige Truhe, die sich hier befindet, denn bekommt man hier übrigens Zelda überrascht. Ist aber nicht die einzige Truhe, die man hier bekommt. Warte mal, fällt gerade auf. Ich weiß ganz genau, dass wir zwei Stempel im Final Dungeon bekommen. Ja. Und den letzten... Ah, egal. Ist jetzt nicht für euch, das habe ich jetzt gerade selber überlegt. Egal. Ignorieren wir das. Und hier kann man, wie gesagt, als normaler Link durch die Gegend jumpen. Warum auch immer bin ich aus Versehen jetzt hier zurückgelaufen.
Denn ihr seht, da drüben befindet sich noch eine Truhe. Man kann es vielleicht ein bisschen schwer erkennen, aber ich glaube, ich müsste gleich nochmal ranzoomen und dann sieht man das gut. Oder auch nicht, wie gesagt, aber man sieht es so ein bisschen schattenhaft, dass da noch eine Truhe ist. Da befinden sich zwar auch nur 100 Rubine, aber trotzdem. Leicht ist die Truhe nicht, man muss hier also das Wolf da hoch, also erst mit dem Enterhaken hoch, dann mit Wolfling da durch die Gegend klettern und dann sich hier ganz, ganz leicht fallen lassen. Und dann könnt ihr hier nach drüben klettern. Dauert zwar ein bisschen, aber ihr schafft das schon. Ihr seht's, dauert ein bisschen, weil Link halt auch nicht der schnellste Kletterer ist. Er ist der aus Breath of Wild. Und auch Skyward Sword ist ein deutlich schnellerer Kletterer als dieser Link hier. So, irgendwann schafft es Linky dann auch mal. Und man kann sich wieder als Wolf verwandeln. Also ihr seht schon immer wieder ein kleines bisschen hin und her. Dann hier wieder auf der Seil. Rüber zu der Truhe. Als Mensch verwandeln. Und dann bekommt man in der Truhe die 100 Rubine. Ziemlich viel Aufwand für 100 Rubine. Aber was soll's. Wir nehmen es gerne an. So, das ist der Typ, dem ihr diese Rubine spenden müsst. Immer wieder schön auf die 50 Rubine klicken. Ich glaube, 800 oder 1000 Rubine müsste es sein, dem ihr diesen Typen geben, wie ihr sie müsst. Und dann bekommt ihr dieses Herz. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war's mit den Sidequests. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann heißt es Drill, Höhl, Action. Bis dahin und ciao.